So Leute, willkommen bei einem neuen Part von Pokémon, von Professor Layton und Shadow der Pandora. Ja, der Fail lag halt gerade daran, dass ich, gerade 5 Parts Pokémon Secret Gold aufgenommen habe. Ja. Ganz schön viele. Sieh dir mal die Fotos der Stadt an. Die hier hängen, so. Der Fotograf hat ein gutes Auge für Details. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass die Fotos nicht zeitlich geordnet sind. Meinst du, du kannst sie in der Aufnahmereihenfolge ordnen? Ja, klar kann ich das. Rest hier 72 Bilderfolge. Okay. 4 Fotografien zieren die Wand von Josephs Fotoladen. Ja, der Bilder stellt denselben Ort dar und wird zur gleichen Tageszeit aufgenommen. Allerdings stammt dieses Foto aus einer anderen Zeit. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du erkennen, in welcher Reihenfolge diese Fotos aufgenommen wurden. Gib als Antwort die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge an, Beispiel A, B, C, D. Ah, okay. Ja. Ich suche gerade so ein paar Hinweise. Auf jeden Fall sieht man, hier orangene Häuser im Hintergrund. Hier ist das da zerbrochen. Da ist was zerbrochen. Hier ist aber auch was zerbrochen. Ja. Viel mehr sehe ich da nicht. Das heißt aber, heißt das, dass die älter sind, ne? Wäre das dann. Nee, eigentlich ja nicht, ne? Weil ja da noch das orangene Haus im Hintergrund ist. Das heißt, eins von den beiden. Aber da sehe ich bei den beiden hier wirklich null Unterschied. Ja. So ist es halt, ne? So sieht's aus. Ja. Aber, also, persönlich würde ich einfach sagen, weil ich würde anfangen mit. Also zwischen dem mal würden sich eigentlich nur ein einziger Unterschied. Das ist ja die Lampe. Mehr sehe ich da nicht. Das heißt, hier spielt der Anfang mit erst C, dann D, dann B, dann A. Wir versuchen es einfach. Wir haben da ja nicht zu viele Verlierer, außer ein paar Pikarad, aber was soll's. C, D, B, A. Haben wir, glaube ich, gesagt. Jetzt kommt's drauf an. Jo, ist richtig, schön. Ja. Sowas schafft nur Laytons Lehrling. Ja. Ja, genau. Ja. Wie sagen eigentlich. Ja, genau. C halt. Dann D ist mit Lampe. Ja, genau. Doch. Wir sind wirklich gut. Aha, nach diesen Fotos zu urteilen, hat Full Sense eine lange, interessante Geschichte. Oh toll, gäbe es noch mehr Fotos, könnte man die ganze Entwicklung der Stadt verfolgen. Das ist ein interessanter Gedanke, Luke. Aber wenn die Fotos so alt sind, wieso sehen sie so neu aus? Jetzt, wo sie es erwähnen, fällt das auch auf. Normalerweise lässt bei so alten Fotos die Bildqualität stark nach. Wie das Fotostudio die Fotos wohl in einem so einwandfreien Zustand hält. Zahnradteil. Okay. Da ist noch ein Typ, mach mal gleich. Erstmal haben wir hier wieder ein paar. Ja, lesen. Können. Warum? Hier fehlen noch 2. Neue Fotos. Im örtlichen Fotoladen hängen mehrere Aufnahmen, die angeblich vor Längerem gemacht wurden. Trotzdem sehen die Fotos ganz neu aus. Die 4 Jahre haben keine Spur hinterlassen. Die Jahre, nicht die 4. Wollte ich 4 rausgeben. Ist auch egal. Ob der Inhaber des Ladens die Bilder mit einem speziellen Verfahren gegen Abnutzung schützt? Gute Frage. Kamera. Passt da rein. Fehlen nur noch wenige Teile, dann ist die Kamera perfekt. Habe ich noch nie gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Wir werden es sehen. Okay, Hilfe. Puh, ich bin müde. Ich hätte so gerne einen Oasenblättertee. Mit 2 Handvoll Munterbeeren. Oasenblättertee mit 2 Handvoll Munterbeeren. Das Trübsal. Was?
Munterbeere. Oasenblättertee. Was ist denn Oasen? Oasenblättertee. Da. Munter. Zack und zack. Zack. Das müsste richtig sein, oder? Ja, wundervoll, du hast einen köstlichen Tee gekocht. Kraftkirsche. Und wie. Ui, wie scharf. Es kribbelt schon richtig in meinem Mund. Ja, noch mehr Pfefferkirsche wäre ich zu viel des Guten. Das steht fest. Aber ich stecke auf einmal voller Energie. Wenn ihr mal trübe zumute, dann ist dann trinke ich Tee. Tja, eine Tasse Kraftkirsch-Tee ist dann und. Eine Tasse Kraftkirsch. Tee ist dann und wann wirklich genau das Richtige. Ja, wir haben wieder. Achso, wir haben noch mehr Hilfe, okay. Puh, ich bin müde. Ich hätte. Alter. Servieren. Jetzt haut doch mal die Schnauze, Alter. Ja, ich wäre nicht einmal ein Imposter, aber können Sie nicht vielleicht etwas Süßeres kochen? Leider war dieser Tee nicht das, was Luke sich vorgestellt hatte. Hä? Was? Aber Munterbeere. Ach so. Ach so, dann war das, da hat er das hier gemeint. Aber gut, haben wir das auch schon. Oder für einen köstlichen Tee gekocht, ja. Das ist eine Wucht, Prosser, wie süß und lecker er ist. Ja, ich weiß es nicht vorlesen, tut mir leid, Leute. Puh, ich bin müde, ich hätte so gerne. Hallo? Das ist doch das hier. Oder wie jetzt? Sommerbeersamen, Traumflaum. Wartet mal, geht das? Wir machen einfach mal alles mit dem und dann zwei davon den anderen. Nein, das geht nicht. Ich glaube. Statt von allen eins, okay. Und was ist das? Vielleicht nur davon und davon. Kommt mal drauf da. Und? Ne. Das ist liebe Zeit. Sollte so braun-soßig aussehen? Okay. Alter, in der Hilfe. Ihr seid ohne denselben Scheiß, oder? Ja, genau. Hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf, Alter. Nerv nicht. Der lügt doch. Und was sagt der hier? Diese Fotos sehen viel alter, aber erstaunlich neu aus. Wie schaffen sie das nur? Ich bin wirklich geschmeichelt, aber wie ich schon sagte, ich behandle die Fotos auf keine besondere Art. Okay. Da gibt es vielleicht irgendwo. Aha. Gibt's nichts Besonderes, schade eigentlich. Kann ja vielleicht mal ein paar Hinweismünzen finden, ne? Gehen wir halt mal hoch. Okay, da ist eine Katze, eine fette Katze. Nee, das ist ein Hund. Sorry. Knurrgrrr. Dieser Hund scheint mir nicht besonders gut aufgelegt zu sein, Luke. Ich will mal sehen, warum er so knurrig ist. Hallo Hundchen. Lieber Hund. Braver Hund. Brau, Fetz, Reiß, Schnapp. Aua. Sitz, Plätz. Braver Hund. Auweia, Luke. Hat er dich erwischt? Ich würde sagen, dem Hündchen ist gerade nicht nach Drehen zumute. Scheint so, dann müssen wir uns wohl nach einem anderen Weg durch die Stadt suchen. Hier kommen wir momentan nicht durch. Nach dem ganzen Gelaber jetzt von Pokémon Sacred Gold, ey, wird's immer anstrengender. Vernünftig zu reden, weil auch immer müder und bli und so was. Scheiß halt, ne? Naja. Das muss das nur Museum sein. Leider ist das Tor abgeschlossen. Offenbar hat das Museum gerade nicht geöffnet. Dabei hatte ich mir einige nützliche Hinweise erhofft. Nun zu warten bringt uns auch nicht weiter. Lasst uns erst mal woanders unsere Ermittlungen fortsetzen. Ja. Oh, ist eine Frau. Was will die denn? Oh, habt ihr das gesehen? Was gesehen? Ja, den Geist natürlich. Da ist doch gerade eben einer vorbeigeschwebt. Ich hab's genau gesehen. Och Menno, dann habe ich ihn wohl verpasst. Das war schon der 12. heute. Offenbar ist der Platz hier perfekt für den,
Ich stehe schon seit Stunden hier. Das ist so faszinierend. Ich bin richtig, was? Richtig gehend gefesselt. Das ist sicherlich sehr aufregend, aber dürften wir Ihnen wohl einen Tee zur Erfrischung machen? Oh ja, ich schreie manchmal wie am Spieß, wenn ich einen Geist sehe. Und jetzt tut mir der Hals weh. Wenn ich schon Tee, aber wenn ich schon Tee trinke, dann soll es ein mysteriöser Tee sein. Uhu. Also ich meine einen süßen und ungewöhnlichen Tee. Süß und ungewöhnlich. Ist das der süß, erfrischend? Ach, keine Ahnung, hier gehen wir mal. So, ist das Richtige? Er lässt halt hin nicht das, was Naris erwartet hat. Hey, ist jetzt schon immer ein Tipp, was soll denn nachher gewöhnlich sein? Okay, ja, nochmal ansprechen. Ja, geht jetzt ein Rätsel für uns? Seid grüßt, Brenn, lasst mich raten, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Mitnichten, wir sollen noch eine wir suchen eine gewisse Schatulle der Pandora. Haben Sie davon gehört? Das ist ein fantastischer Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon schon mal gehört hätte. Apropos, ich denke, ich kenne da ein Rätsel, das ihr bestimmt auch noch nie gehört habt. Rätsel 117, drei Paare. Okay. Auf einem vergilbten Foto sind drei Paare zu sehen. Darauf steht kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen nebeneinander. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Die Frau, die kleine Schwester, die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Findest du den Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist, weder A, B, noch C? Okay. Das kann nicht so schwer sein. So, sitzen zwei Schwestern, den Mann... Ja, genau, warte mal. Genau. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Was? Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Das heißt... Das ist die... Das ist die ältere... Schwester, so. Krieg ich mal so hin. So. Der Mann der älteren Schwester. Nee, ach, stimmt gar nicht. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Das weiß man aber oder? Nochmal. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Ja, toll. Gut, noch gar nichts. Alle auf dem Foto tragen einen Hut. Außer dem Mann der jüngeren Schwester. Das heißt, der... Okay. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Hä? Aber die bringen mir gar keine Anhaltspunkte eigentlich. Weil... Ich musste davon aus... Warte mal, nochmal. Also... Darauf steht, kein Mann hinter seiner Ehefrau. Also keiner ist halt mit dem so. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen... Okay, die sitzen nebeneinander, die Schwestern. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Das heißt, der ist auf jeden Fall... Der ist... Aha. Der Mann der älteren hat keinen Bart. Okay, das ist der da. Hä? Hey, wie dumm ist das denn, bitteschön? Die sagen doch, der Mann, die Frage, ich lese euch das jetzt mal vor. Findest du einen Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist? Das ist die Frage. Und in dem Text erklären wir dann, der Mann der älteren Schwester keinen Bart. Das heißt, das ist der da. Das, hallo? Dumme, also, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, aber es muss doch B sein. Nun die Probe aufs Exempel. Was ist denn das für ein beschissen dummes Rätsel, bitteschön? Wollen die mich verarschen? Erst verwöhnen die mich so und dann ist es so leicht. Gut gemacht. Die richtige Antwort ist B. Um zur Lösung zu gelangen, musst du den Text nur genau durchlesen, sage ich ja. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart, er ist wirklich A. Der Geist der jungen Schwester trägt keinen Hut, ist also C. Damit ist die Antwort klar. Für alle, die es genau wissen wollen, E ist die ältere Schwester, D ist die jüngere Schwester und F ist mit B verheiratet. Ja, schon klar. Nervlich, Alter. So. Unnötig manche so Rätsel, egal. Gut gemacht. Viel Glück mit eurer Dingsbums-Schatulle, na, wie heißt sie noch? Die mit dem tollen Namen.
Bestimmt ist da ein Flaschengeist drin und man darf sich etwas wünschen. Na, ich glaube ja nicht. Ich will sie nur mal ansprechen, ich will es mit dem Tee jetzt richtig machen. Chatrippe, einen schönen Namen, begegnet schon jetzt nicht ausgedacht. Toll. Habe ich das jetzt verkackt mit dem Tee? Das ist scheiße. Sehen Sie diesen Wachturm dort, Professor? Er sieht ja fast so aus, als wäre da jemand drin. Aber Leute, das war's erstmal wieder mit diesem Part. Also haut rein, bis zum nächsten Mal.